Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 14. Ja, immer noch solo. Ja, und wir sind bei dem Hermetiker jetzt auf Stufe 15 und können eine neue Hermetiker-Quest annehmen. Das machen wir jetzt auch mal. So, ein neuer Gefährte. Oh ja, da habe ich drauf gewartet. Tübürgrim möchte von der Hermetiker-Gilde hat einen neuen Inspektionsauftrag für dich. Okay. Hallo, Tristestan. Bekommst du auch genug Schlaf? Das Studium kann einen ganz schön in Beschlag nehmen. Über Schlafmangel kann ich mich derzeit eigentlich nicht beklagen. Clea möchte, dass du sie auf eine weitere Inspektion für die Zollbehörde begleitest. Sie erwartet dich unten in der Trainingshalle. Hast du auch fleißig gelernt in letzter Zeit? Manchmal soll sie ja unangekündigt einen Test machen. Okay. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Was auch immer sie da für uns vorbereitet hat. So. Genau, gut gesättigt, das wollte ich. 30 Minuten gibt nochmal einen kleinen Bonus. 3% EP ist super. Kann man brauchen. So. Hallo, Klü hier. Da bist du ja. Ich habe über Nacht den Warenverkehr der letzten Monate analysiert und eine 88,88%ige Wahrscheinlichkeit berechnet, dass ein Handelsschiff aus Credania, das gerade eben angelegt hat, nicht deklarierte Waren an Bord hat. Die Schmuggler werden dreister und dreister. Obwohl alle Schiffe, die in Limsa-Luminsas Häfen anlegen, eine Inspektion unterzogen werden, versuchen sie immer wieder, sich durch Trickserei, Bestechung und grobe Gewalt Zugang zu verschaffen. Genau gesagt besteht für dieses Schmugglerschiff eine 75,01%ige Chance, dass es zu einer gewaltsamen Behinderung der Inspektion kommt. Deswegen möchte ich, dass du mich begleitest. Ich habe natürlich auch einen Einsatzplan zurechtgelegt, aber er erfordert die Kontrolle eines Topaz-Karfunkels. Hast du die Grundzüge der Beschwerung auch verinnerlicht? Ich muss mir ganz sicher sein, deswegen machen wir jetzt einen unangekündigten Test. Wenn du ihn bestehst, werde ich dir gestatten, dass Tupi Game dir beibringt, wie man einen Topaz-Karfunkel herbeiruft. Hier nun die Testfrage. Wie groß ist der Wunderwinkel des Kurioso-Quadrats in einem Beschwörungsetagramm? Ja, ene, mene, mu und raus bist du. So, größer. Hervorragend, natürlich ist er größer. Kleiner macht ja gar keinen Sinn. Ja, genau das wusste ich. Okay, in einem Beschwörungsetagramm sind die schützenden Kräfte des Topaz-Edelsteins präzise durch magimathematischen Formeln und Formen ausgedrückt. Ja, natürlich. Mit dem Topaz-Karfunkel an deiner Seite wirst du selbst in den heftigsten Kämpfen und den Schaden auf ein Minimum begrenzen können. Genau das Richtige für die gefährliche Inspektion eines Schmugglerschiffs. Gehe zu Tübergame und lass dir erklären, wie man das Karfunkel herbeiruft. Ich falle noch an dem Einsatzplan und treffe dich später. Okay, wunderbar. Oh, geile Sache. Da habe ich lange drauf gewartet jetzt. Ja, genau genommen 2 Wochen. nicht mal ganz. Egal. Aber dieses Karfunkel ist toll, weil das dient uns nämlich als Tank. So, halt, wir sind ein bisschen zu nah dran, würde ich sagen. Genau, hier ist sie. Tübergame, hallo. Du hast den Test also bestanden. Ich hatte natürlich keinen Zweifel. Klüas Inspektionen sind eine gute Gelegenheit, sich das Karfunkel zu beherrschen zu erlernen. Also, um einen Topaz-Karfunkel zu beschwören, müssen wir die Quest abschließen. Okay. Tada! Kommando Familia 2. Sehr gut. Halt. Wollte ich gar nicht. Hier macht der auch relativ wenig Sinn. Warte mal. So und dann hier und dort. Sehr gut. Beschweren wir auch gleich mal. Tada! Und es funkelt golden. Oder Topazfarben halt. Okay. Ankunft der Morgenstern. So. Die Söldner, die ich auf der nächsten Inspektion begleiten, sind eingetroffen. Geißfirn, Frinn und Erstota. Schön.
Beide haben in der Vergangenheit Clihia auf Inspektionen begleitet. Tristan und Mugulesh, es freut mich, dich kennenzulernen. Wir werden ein gutes Team abgeben, da bin ich mir sicher. Wir haben schon so manchen Ärger bei der Inspektion erlebt. Verlass dich ganz auf uns. Sehr gut, sehr gut. Die Morgenstern wird bald im Bierhafen einlaufen. Sie zu betreten dürfte nicht so einfach sein. Die Schmuggler bezahlen in der Regel Schläger, die am Pier herumlungern, um ihre Schiffe zu schützen. Ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 98,98% errechnet, dass dies auch für die Morgenstern der Fall sein wird. Ihr werdet euch einer Übermacht gegenübergestellt sehen. In so einem Fall empfehle ich, die Gegner einen nach dem anderen zu Fall zu bringen. Die sogenannte Domino-Taktik. Ah, natürlich. Erinnerst du dich daran, was ich dir beigebracht habe? Deine Taktik dient dazu, deine Wünsche zu verwirklichen. Also dann, wir treffen uns in Bierhafen. Alles klar. So. Und da dies ja nun nicht die erste Klasse ist, haben wir den Vorteil, dass wir halt... Nein. So und so, genau. Dass wir uns da importen können. Bierhafen hier für 170. Nein, die können wir bezahlen. Ich glaube, ich habe das eh so gemacht, dass ich alles, was über 500 geht, nur mit den Tickets bezahle. Das kommt, glaube ich, effektiver. Bei Cola haben wir eigentlich genug. So mit 170. Nein, halt. Ah, so, genau. Chocobo! Ich glaube, wir müssen da oben rauf. Ist da nicht so ganz sicher. Siana? Ach so, ja, klar. Hier war ja auch die Hauptquest. Gut, aber die bringt uns jetzt mit der Stufe relativ wenig. Nein, wir müssen doch nicht hier hoch. Dann wieder runter. Und hier, genau. Hier sind wir richtig. Also, hallo Klü hier. Dann wollen wir die Aktion mal einrollen lassen. Tristan, sagt dem Fernkapitän an Kai Bescheid, dass wir hier sind. Vergesst nicht, wenn es Probleme gibt, wenden wir die Domino-Technik an. Geht klar, geht klar. Domino-Technik. Hochinteressant. Der müsste da hinten sein, soweit ich mich erinnere. Genau, soweit es mir auch die Karte sagt. Also, ich erinnere mich an die Karte von vor 5 Sekunden. So viel dazu. Ja, es ist Dienstagabend, es ist spät. Ich bin kaputt von der Arbeit und mein Gehirn ist absolute Matsche. Naja, aber das ist ja nichts Neues. So, du bist von der Zollbehörde, nicht wahr? Es riecht ziemlich nach Ärger hier. Ja. Halt, erstmal den da. Gut, der Karfunkel macht jetzt halt nicht mehr so viel Damage. Aber das ist ja auch nicht mehr so wichtig. Das ist ja das Schöne an der Sache. So. Jetzt machen wir ja Damage. Und, ja, wir lassen den Karfunkel eigentlich nur noch reinstecken. Und ihr seht, der kann ganz gut einstecken. So. Ein bisschen was teilt er auch aus. Gut, ja, und jetzt? Noch einmal mit dem Fernkapitän sprechen. Du hast sie erledigt. Schnell zum Enterboot, bevor noch mehr Schläge auftauchen. Okay, wo ist das? Hier unten. Da. Ja, sieht so aus, ne? So, hier. Zielort, wunderbar. Ah ja, warten wir. Genau, warten wir am besten schnell, bevor noch mehr Schläge auftauchen. Den Kampf von Ankunft Morgenstern beginnen, ja. Ich sage, mein Gehirn ist Matsche. Egal. Denken wir nicht weiter drüber nach. Gut gemacht ist dann. Schnelle Entscheidung, perfekte Ausführung. Es ist, als würde man dem Gildenmeister zuschauen. Es läuft wie im Schnürchen. Dank dir sind wir schneller vorangekommen, als ich berechnet hatte. Erstaunlich. Tja, was hast du erwartet, ne? Ich bin halt einfach gut. Seht nur, da ist die Morgenstern.
Schick, schick. Muss man schon sagen. Entschuldigung, Stimme wird langsam auch ein bisschen rustig. Ich habe gerade noch Night of the Rabbit aufgenommen. So kurz vor knapp. In 2 Tagen muss es draußen sein. Das heißt, heute Nacht drinnen, morgen hochladen, dann läuft das auch. Hoffe ich. Sollte klappen. Genauso Final Fantasy, dieselbe Tage. Merke ich gerade. Egal. Okay, Wappen durch. Die Matrosen werden uns in eine Handgemenge verwickeln. Dabei haben sie nur eins im Sinn: Zeit gewinnen, um die Schmuggelware über Bord zu werfen. Boah, aber wir sind nicht hier, um uns mit den Matrosen zu prügeln. Wir wollen in den Frachtraum. Also müssen wir die feindlichen Linien so schnell wie möglich durchbrechen. Machen wir. Alter, dein Bärtchen ist ein bisschen komisch, Schneider. Dafür ist eine Blitzattacke am effektivsten. Wie ein Keil stoßen wir durch die Matrosen und dringen im Handumdrehen in den Frachtraum vor. Das ist ein gefährliches Vorgehen, aber wir haben ja den unbesiegbaren Tristan Muggeldascher auf unserer Seite. Auf geht's! Ja, ich könnte umskillen jetzt auf den Schwarzmagier, dann kämen wir sicher mal den Drehen durch, aber. Naja. Wir wollen ja fair bleiben. Sagen wir es mal so. Schickes Bötchen. Okay. Einen schönen guten Abend, meine Herren Seefahrer. Ich bin Hauptzollinspektorin Kylia von der Malvana Zollbehörde. Ich und meine Hilfsinspektoren betreten das Handelsschiff Morgenstern zwecks einer spontanen Überprüfung ihrer Waren. Finde ich gut, erstmal schön sachlich bleiben, ja. Herzlich willkommen an Bord. Natürlich haben wir nichts gegen eine Inspektion, aber ausgerechnet heute klemmt die Tür zum Frachtraum. Ich schlage vor, die Inspektion ausfallen zu lassen. Der Vorschlag ist abgelehnt. Jedes Schiff, das in Limsa-Lumensa anlegt, wird von der Zollbehörde inspiziert. Ich glaube, die sehen das anders. Wenn das so ist, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als die leblosen Körper der wertlosen Inspektoren nach einem tragischen Seeunfall davontreiben zu sehen. Ja. Ist natürlich eine Möglichkeit. Wir ganz voran. Der Kleinste ganz vorne. War ja klar. Okay. Dann kloppen wir uns mal. Immer fester Ruf, ne? Ja. Raus aus dem Aue. Die hier mal ein bisschen unter die Arme greifen. Na, wirst du wohl. So, geht doch. Ja, das sind immer noch Stufe 15 Innis. Ist jetzt nicht gerade das Mega. Die Mega-Schwierigkeit, will ich mal sagen. Halt noch mal einen davon raus. Schütze Geistern mit dem Karfunkel. Ja, sowas in der Art hatte ich mir vorgestellt. Könnte mal Ashtota heilen. Schmal einfach mal ein paar Physik drauf. Gazefin am besten auch noch. Obwohl der eigentlich Weißmagier ist, der sollte nicht angreifen, sondern heilen.
Aber naja, das sieht er ja, so wie es aussieht, anders. Der Navigator steckt ein bisschen mehr ein. Ich kümmere mich erstmal um den Seemann. Ich glaube, der fällt schneller. So, jetzt ist der Navigator dran. So, und wenn alle drauf einkloppen, dann geht das auch recht schnell. Wir kennen das ja aus Indies. So. Spielinhalt beendet, sehr schön. Wir haben uns nicht mal merklich vom Fleck gerührt. Ha! Frachtraum. Gut gemacht, Tristan. Schreiten wir jetzt zur Inspektion. Bin gespannt, was sie mit sich führen. Waffen? Drogen? Sklaven? Was war denn das jetzt? Wer wird denn da ohne anzuklopfen meinen Frachtraum betreten wollen? Sie an das Schoßhündchen von Admiral McAvoy. Schlechte Manieren, wie ihr Frauchen. Du? Ja, ich. Erstaunlich, wo man sich so wieder trifft. Was machst du hier? Du wurdest doch verbannt. Clear, es ist alles in Ordnung. Wir sind bei dir. Bleib weg von mir. Okay, die hat ja richtig Angst. Beruhig dich doch, was ist denn in dich gefahren? Wen wundert es schon, wenn ein Schoßhündchen kläfft und zittert? Aber es will ja nur spielen. Hier, hol das Stöckchen. Das ist schlecht. Die hat wirklich Schiss. Es wird Zeit, dich richtig abzurichten. Und diesmal bin ich nicht so ein liebes Herrchen wie damals. Sie war auch nie. Clea hat das Bewusstsein verloren. Wir müssen die Inspektion abbrechen. Ich glaube, die Inspektion ist jetzt auch unser geringstes Ding. Ziehen wir uns zurück. Wir kümmern uns um Clea. Dass das so mobil ist, schaffst du es allein zurück zur Gilde? Ich würde euch schon noch ein bisschen helfen. Krieg zurück und leck Admiral Meckerweib die Schuhe, Schoßhündchen. Okay. Wer war das, frage ich mich gerade. Wer war das? Ja. Typegame Bericht erstatten. Machen wir. Sofort. So, einmal untere Decks bitte. Dass der Rückführungszauber schon wieder bereit ist. Glaube ich. Wie lange hat der Abklingzeit? 10 Minuten? 15? Irgendwie sowas müsste es sein. So, kurz die Flasche wieder zu machen. Okay. Tipper Game, Hermetiker Gilde, Drehtnetz, Hermetiker Gilde. Sehr schön. Genau, dort. Hallo, Tipper Game. Du bist zurück? Wo sind die anderen? Was die Inspektion war, ein Fehlschlag? Kilia ohnmächtig? Deiner Beschreibung nach handelt es sich um den Piratenkapitän Desmaga. Er ist ein besonders übler Vertreter seiner Zunft und wurde aus Limsalomünso verbannt. Wie kann er es wagen, sich an Kilia zu vergreifen? Hätte ich gewusst, dass er seine Hände im Spiel hat, hätte ich sie niemals losgeschickt. Kilia wird sich eine Weile ausruhen müssen, um sich von dem Schock zu erholen. Das Mega hat und sie haben schon in der Vergangenheit miteinander zu tun gehabt. Es ist etwas vorgefallen, über das ich nicht sprechen kann. Im Augenblick können wir nichts für Clea tun. Konzentriere dich auf dein Studium, um dich abzulenken. Wenn sie wieder bei Kräften ist, lasse ich es dich sofort wissen. Okay,
Ganz ehrlich, ich bin gespannt drauf. Was nehme ich denn? Ich glaube, die Kleidung können wir uns kaufen. Deswegen würde ich fast... Ach so. Nee, doch. Warte mal, dann nehmen wir Kleidung. Stufe 16, Stufe 15. Haben wir davon nicht schon was? Nö. Davon gar nichts. Okay. Dann nehme ich... die Baumwollkulkulle. Weil ich mir eigentlich sicher bin, dass ich sowas in der Art schon habe. Ach nee, ich habe ja alles unter Stufe 15 irgendwann mal verarbeitet, glaube ich. Okay, Charakter können wir auch gleich mal ausrüsten. Warte mal, plus 9, plus 18, 7, 14, ja. Gibt ein bisschen was her. Was haben wir hier? 4, 9, Stufe 8. Ich muss das mal einordnen hier. Einordnen, so. Oh, guck mal, die können wir auch anziehen. Da haben wir 4, 8. Und die hier können wir auch anziehen. Okay, das war eine schlechte Idee, das Ding zu nehmen. Aber egal. Handschuhe für 15? Natürlich nicht. Aber man kann ja eigentlich mal alles einordnen hier. Dann tut er das nämlich nach Stufen gleich sortieren. Das ist super. Okay. Einordnen. Guck mal hier. Dann habe ich jede Menge lila Zeug noch. Das ist super. Damit können wir arbeiten. Auf jeden Fall. Okay, 22, 36. Ist ein bisschen groß der Unterschied, aber naja. So, hier haben wir nochmal grüne Hosen. Schuhe. Einordnen. Stufe 8. Stufe 15. Die können wir. Hier noch ein bisschen was. Ah, ja. Präzision und Schlagresistenz. Machen wir mal hier. Was ist damit? Nee. Ohrringe auch nicht. Hals. Stärke und Geschick. Nee, brauchen wir auch nicht. Okay. Machen wir echt nichts mehr handschuhtechnisch. Die hier, Stufe 11. Nee. Und wir haben noch was handschuhtechnisch, oder? Also für Stufe 16 oder so, ne? 13. Auf Krieger. Warum habe ich Kriegerhandschuhe für Stufe? Warte mal. Ins Inventar damit. Das braucht doch kein Mensch, den Schmorn. So, nee, die nächsten sind für Stufe 31. Das sind doch ein bisschen weit hinten. Kriegerstufe 12. Ach, ich weiß wofür. Warum wir die. Ja. Gut. Heißt nicht, dass wir es brauchen. So, warte mal. Die hier sind auch noch für Krieger, Stufe 10. Inventar. Lass mal das ganze Zeug bei Gelegenheit mal verkaufen, ey. So, die hier auch. Ins Inventar. Oh, haben wir da gut technisch auch noch was? Krieger, Stufe 12. Ins Inventar. Nochmal Krieger, Stufe 12. Das ist schrecklich hier. Und alle Klassen. Alle. So, Waffen. Gut, die Bögen. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber egal, behalten wir mal. Vielleicht hier doch noch. Warte mal, Stufe 5 ins Inventar. Das ganz bestimmt nicht ins Inventar. Dieses können wir verarbeiten. Ja, überhaupt. Ich hätte mal gucken können, ob wir das Zeug verarbeiten können. Ha! Sowas aber auch. Das kann ich nicht verarbeiten, aber das ist Stufe 1, das kann ich wahrscheinlich auch nicht verkaufen. Juchledergrimoire Stufe 15, das rüsten wir mal aus. Ha! Siehste. Okay, so, dann gehen wir mal ins Inventar. Mal, ob wir das Zeug nicht. Ja, siehst du, Bindung voll. Materia umwandeln, ja. Bindung auch voll. In Materia umwandeln, ja. Hier Bindung voll. In Materia umwandeln. Wenn wir Glück haben, können wir das Zeug sogar verkaufen. Und dann kriegen wir sogar noch ein bisschen Kohle dafür. So. Materia umwandeln.
Materie umwandeln. Das kann ich nicht umwandeln. Das hat keine Bindung. Das auch nicht, okay. Okay, dann war es das jetzt erstmal. Ah, warte mal. Achso, nee. Genau. Nächste Klassenquest mit Stufe 20. Das heißt, sind bei 25 Minuten. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder zum... verdammt nochmal. Zum Bierhafen. Verdammt. Jetzt habe ich ja doch so ein Ticket benutzt. Egal. Und hier machen wir mal einen Freibrief. Einen einzigen. Das sollte erstmal reichen. So, hier. Orwen, Freibriefe. Hallo Orwen. Ich nehme an, du bist für Freibriefe hier. Schau dich um, aber mach schnell. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Gefechtsklassen, klar. Bier ist alle. Annehmen. Okay, der Freibrief müssen wir da oben verwenden. Können wir eigentlich schon mal beginnen? Okay. Bestätigen. So, was müssen wir hier machen? Geleite sie zum Ziel. Okay, mit heranwinken. Mein soziales Emotes. Ich muss irgendwo doch herbeiwinken oder so. Ah, hier, genau. Den hier. So. So. Ich nochmal. Nochmal. Ach, warte mal. Da vorne ist noch Bonusziel. Das will ich auch noch mitnehmen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Der teerbefleckte Seeräuber. Und dann Karfunkel. Das ist eine super Sache. Haben wir auch keinen großen Ärger mit dem. Ich glaube zumindest, dass das Bonusziel ist, oder nicht? Mal. Weiß jetzt nicht, ob das ein Bonusziel war. War auf jeden Fall machbar. So, gut. Dann komm mal her. Wo muss der denn hin? Der muss ganz woanders hin. Oder oben ist auch noch ein Bonusziel. Wo muss der da hin? Aber ich glaube, das ist ein Bonusziel jetzt wirklich. Was ist das denn? Die Wutklaue. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich ein Bonusziel. Ja, das sieht ganz danach aus. Ja, du hast ein gesuchtes Ziel gefunden. Sehr gut. Wenn das mal kein Bonusziel ist, dann weiß ich auch nicht. So. Bonusziel vernichtet. Okay, und unsere Freundin hier, müssen wir die dann hinbringen? Was, hier unten? Eine Töppelturmsiedlung? Ist ja ewig weit weg. Ja gut, hilft nichts, wa? Wenn die da hin muss, dann muss die da hin. So, komm mal mit dir. Haben wir schon Glück, dass hier keine aggressiven Gegner sind. Also keine richtig aggressiven. Ja klar, jetzt erscheint hier ein Feld. Das war ja klar. Komm mal her. Viel zu weit entfernt. Hierher. Klar, und die sind jetzt natürlich auch noch alle aggressiv. Das ist ein Mist. Zu weit entfernt. Ich bin nicht zu weit entfernt.
Ja, klar. Na gut. Dann machen wir das halt schnell. Na. Ja, klar, da kommt hier noch einer an. Das kann ja nicht sein, ey. So ist gut. Ey, muss ich jetzt echt das ganze Feld noch machen? Das gibt's ja nicht. Hallo? Hallo? Den hier, genau. So, Madame Weißmähne, bitte mal mitkommen. Jetzt haben wir hier an der Seite wenigstens so eine Schneise freigeschlagen. Mitkommen. Zwar möglichst schnell. Weiter mitkommen. Mann, das kann auch wohl nicht sein, ey. Hier, den hier. Mich mal aus dem Feldgebiet raus. Ah, hier, bei Fuß. So, und dann erstmal auf uns ein bisschen Physik. Bevor wir drauf gehen. Das wäre nämlich auch ziemlich uncool. So, ja, haben wir eigentlich gar nicht. So, Auerochse. Alter, das Feld kommt halt echt gerade so unpassend wie nur möglich. So, jetzt. Aber, ja komm. Und zwar schnell, bevor der nächste verfluchte Auerochse spawnt. So, weiter, ja. Wunderbar, so können wir arbeiten. Noch weiter. Ich bin zu weit weg. Mann, wo ist denn die? Das ist ja... Die kommt ja gar nicht vorwärts. Herrgott. Kloppen wir erstmal noch den über den Haufen. Die Folge wird wieder viel zu lang. Ich wollte eigentlich nur noch schnell einen Freibrief machen, damit es halt schnell gegessen ist, aber naja. So viel dazu. Wir wissen ja, dass es selten so funktioniert, wie es geplant war. So, jetzt hier Madame Weißmähne. Bitte mitkommen. Alter, das geht ja echt gar nicht, ey. So. Die ist viel zu langsam, ey. Spawnt hier hinten wieder einer. Oh, meine Hand schläft schon wieder ein. Das ist ärgerlich, Leute, beim Zocken, wenn einem die Hand einschläft. Ich weiß echt nicht, warum. Oh, doch, mir fällt gerade ein, warum. Das ist, weil ich ständig mit dem Arm auf dem Kabel von meinem Mikro hänge. Das ist natürlich ungünstig. Ah ja, jetzt kommt das Gefühl zurück. Halt, so. Madame, weiter geht's. Wir müssen Bier holen.
Vampirhafen hat kein Bier mehr, ey. Das ist ja wohl die Höhe schlechthin, ey. Ah ja, jetzt fängt die Hand zu kribbeln an. Ins Gefühl zurückkommt. Ultra nervig, Leute. Ultra nervig. Vor allem, wenn du die Hand echt brauchst gerade. Ach, zu weit weg. Jetzt könnt ihr nicht die 2 Meter mehr gucken, ey. Ich muss echt kurzsichtig sein. So, jetzt komm her hier. Haben wir. Endlich. Gott. Ein Attributspunkt, sehr schön. Level up in Schub. Schön. Wir teleportieren gleich zurück. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein Like da lassen. Vielleicht auch einen Kommentar. Würde mich beides sehr freuen. Würde mir auch beides sehr helfen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 14. Bis dahin. Ciao, ciao.